drei, vier. Wir sind Ulme und ihr seht, wenn's rockt. Ich benutze, ich spiele Schlagzeug. Arne spielt Gitarre und sing. Ich bin Tim und spiele Bass. Wie ein wütender Baum, keine Ahnung. Wenn die überhaupt wütend werden können. Ja. Bestimmt. Ich mache mir da eigentlich gar nichts so im Kopf drum, wie das so wirkt. Also es ist einfach so, dass es halt geschieht. Ich kenne halt irgendwie Arne und auch Jan-Erik schon von früher, irgendwie, weil ich mit den Sissys mit denen ein paar Mal zusammengespielt habe. Wir mochten uns irgendwie immer und wir beide haben uns gar nicht gesehen. Jan-Erik, den alten Schlagzeuger, habe ich öfters mal so gesehen. Dann haben die mich, als die beiden sich damals zusammengerauft haben, halt gefragt, ob ich Lust und Zeit habe, weil der Gunnar nicht mehr konnte leider, weil der halt eine eigene Praxis hat und Frau, Kinder und deswegen bin ich dabei. Das ist eigentlich relativ unspektakulär, um ehrlich zu sein. Ja, meine Geschichte ist natürlich viel spektakulärer. Ja, total. Nee, ich kannte Ulm vorher nicht wirklich. Also wir sind ja in 2006, ich bin ja auch Pendikel-Schlagzeuger, sind wir mit Ulm unterwegs gewesen. Haben ein paar Termine in Deutschland gespielt, da habe ich dann das erste Mal so Kontakt zu Ulme und zur Musik überhaupt gehabt. Fand das schon sehr ansprechend natürlich damals, also quasi ein Fan, der dann irgendwann in die Band reingewachsen ist. Wir haben Ende letzten Jahres in Hamburg gespielt mit Pendikel. Da haben Arne und ich uns dann getroffen und da habe ich eigentlich erst erfahren, dass Jan-Erik nicht mehr dabei ist und konnte mir dann halt so Gedanken machen, ob ich denn mir womöglich vorstellen könnte, weil ich ja jetzt auch in Hamburg wohne, auch bei Ulme zu spielen. Das Ganze hat dann ungefähr eine halbe Nacht gedauert und dann war es für mich klar, dass ich Bock hatte. Dann habe ich mich mit Arne getroffen, dann haben wir irgendwie festgestellt, dass es wohl klappen könnte. Ja, und seitdem proben wir. Also seit Anfang dieses Jahres bin ich dabei und es wird immer geiler. Ist schon ziemlich weit weg letztendlich, aber es ist schon noch ein großer Teil eigentlich. Also es ist eigentlich schon die Basis, die uns eigentlich ausmacht. So. Aber man kann es halt nicht wiederholen. Das ist halt das Ding und das ist auch nicht, ist auch nicht das Ziel. So. Müssen wir mal weitergehen. Ist schon so, dass die Reaktion da so ist, dass von wegen, ey, die Alten und so, ey, mach mal den oder Cleaning Woman! Ja, also das ist so der Standardspruch. So. ja, ist natürlich schön. Ist geil, dass man auch so nach, die hat eine ziemlich lange Pause auch und dass es auch danach noch so weiterging und auch noch so ziemlich euphorisch war von den Leuten her. Das ist schon geil. Da ist es schon so, dass man da Feedback kriegt. Freue ich mich. Wir haben Arbeitsverträge. So sehr beschissen. Ja, ich habe die auch gemacht. Nein. Ja, im Endeffekt funktionieren wir nur als Band, das ist schon klar. Aber es ist schon so, dass ich mit den Ideen eigentlich komme. Und so als fast fertiges Gerüst, so sag ich mal. Und da wird das halt im Proberaum ausgearbeitet. Und dann ergibt sich eigentlich auch erst die Dynamik des Songs. Ja, also da ist schon so eine Idee und dann wird es halt zusammen umgesetzt. Und eine demokratische Monarchie. Sehr schön. Ja. Gibt es sogar, ne? Ja, klar. Holland ist eine demokratische Monarchie. Wir sind natürlich auch herzlich eingeladen worden, Teile beizusteuern. Also wenn wir jetzt irgendwelche Ideen hätten, die uns unter den Nägeln brennen, ich glaube, dann wäre Arne der Letzte, der sagen würde, nee, auf keinen Fall. Aber Arne für sich ist Arne halt der Songwriter und macht halt die Ulme-Songs, seitdem es Ulme gibt. Insofern besteht da auch gar nicht unbedingt die Notwendigkeit, finde ich, dass wir da jetzt was Großartiges beisteuern. Das vereinfacht halt auch die Wege. Also wenn Arne mit einer Idee ankommt, dann haben wir abends den Song fertig, mehr oder weniger. Ich finde Live-Auftreten schon ziemlich geil. Das ist natürlich auch noch ein totaler Unterschied zum Studio, was ich auch sehr mag, weil dann eigentlich froh bin, wenn ich da wieder raus bin und das Ding im Kasten ist. Zum Live ist es eigentlich schön. Also ich freue mich schon auf die nächste etwas längere Tour zum neuen Album, was wir irgendwann dieses Jahr noch aufnehmen vielleicht. Und ja, geil, live shoppt einfach. Das ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Energie. So, wenn man dann noch Feedback kriegt von den Leuten und dann ist der Flow da. So. Das ist schön. Ein Konzert ist halt tausendmal mehr für mich als irgendwelche Studioarbeiten. Ich meine, das ist auch cool, klar, und das ist natürlich auch ein notwendiges Übel, aber wenn mich jemand fragen würde, würde ich lieber eigentlich jeden Tag live spielen, weil das halt auch der Grund ist, warum ich überhaupt Musik mache. Ist schon so ein bisschen Stolz dabei. Aber auch ein riesiges Fragezeichen, glaube ich. Also, die haben die CDs natürlich irgendwie alle im
Schrank stehen, noch gar nicht angefasst, so wirken die immer. Eingeschweißt. Nur eingeschweißt. Meine Mutter hat sie einmal gehört. Ja, meine Eltern haben es auch gehört und sich gefreut, aber auch gewundert, denke ich, ein bisschen, was da so abgeht eigentlich. Ja, das ist halt nicht deren Ding. Das ist halt eine ganz andere Generation. Ne? Und, aber es, ja, wie gesagt, das ist schon immer mini-jung, ne? Schön. Aber warum musst du immer so viel schreien? Verstehen wird es jetzt so aus meinem Verwandtenumkreis keiner so richtig. Also wenn ich jetzt gerade so an meine Eltern denke, was wir da so tun. Also ich habe den Ulme, glaube ich, auch noch gar nicht präsentiert. Also Pendikel haben sie schon mal irgendwann gehört. Genau, ich verschweige es professionell, dass ich bei Ulme spiele. Nein, Quatsch. Würde ich machen, wenn Interesse da wäre. Aber es ist halt einfach, sie würden es nicht begreifen. Also um ihnen zu nahe treten zu wollen. Das ist halt einfach nicht deren Tasse Tee. So. Insofern macht es wenig Sinn. Da man ja von dem nicht leben kann, müssen wir alle arbeiten und dann noch zweimal in der Woche proben und am Wochenende Konzerte. Also ich hätte weder die Zeit noch die Lust, noch irgendwas anderes gerade zu machen. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein Nebenprojekt, das heißt Risey. Mal gucken, was das entsteht. Lass mich überraschen. Ich hab Angst. Also bei mir geht es ja streng genommen auch nur, weil Pendikel halt keine wirkliche Arbeit über das ganze Jahr ist. Also Pendikel sind halt im Wesentlichen halt Olli und Carsten und wenn es eine Tour gibt, dann bin ich dabei, klar. Aber das ist halt auch genau, oder einer der vielen Gründe, warum ich bei Ulme angeheuert habe, eben weil ich wieder eine richtige Band haben wollte, bei der ich auch wirklich der Schlagzeuger bin, der die Songs mitmacht und auch vor allen Dingen halt komplett involviert bin in alles, was passiert. Also ansonsten würde es auch nicht gehen, wenn Pendikel jetzt genauso viel Zeit nehmen würde oder einnehmen würde wie Ulme, das wäre, ich meine, ich muss halt auch arbeiten. Das wäre einfach überhaupt nicht möglich. Ja, es gibt da schon, also an die Musiker, die ich total geil finde. Also gibt es einige. Keine Frage, Melvins Drummer, natürlich. Oder was ich auch, wie heißt der, Wino, so ein Urgestein, irgendwie schon charismatisch und geil. So. Oder weniger groß sind als auch Justin Sullivan von New Model Army, super geil. Auch so ein Charakterkopf, ich sag, cool, ich geh mal kennenlernen. So, ja, viele, ich sag, wow, die haben es. Aber wie gesagt, super Band, bin eigentlich zufrieden. Musik ist halt auch ein wichtiges Medium einfach, um Gefühle zu kanalisieren in die eine oder andere Richtung. Und der Bedarf ist halt immer da, glaube ich. Es gibt in 200 Jahren bestimmt ganz andere Möglichkeiten, Musik zu kommunizieren. Oder vielleicht hat man einfach nur einen Stecker im Kopf oder kriegt ein Interface vorgeschnallt oder sowas. Ja, aber eine E-Gitarre wird immer eine E-Gitarre bleiben und auch immer gleich funktionieren. Also, ich meine, du hast Weisheit deine des Tages. Und deine Seiten fertig aus. Auf jeden Fall. Ja, die Art und Weise wird sich wahrscheinlich verändern, klar, aber ich denke, der Grundgedanke bleibt drin, auf jeden Fall. Das sieht man ja auch jetzt gerade irgendwie. Ich meine, wie viele Leute haben geschrieben, dass Musik gefährdet ist dadurch, dass die Plattenverkäufe zurückgehen. Aber ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Also die Leute beschäftigen sich im Moment wesentlich mehr mit Musik als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren. Auf jeden Fall vielfältiger, würde ich sagen, vielschichtiger.